Also heute die Landgaststätte am Schloss in Altenschönbach. Die hat mir eine gute Erinnerung, aber jetzt waren wir in diesem großen Raum untergebracht. Vorne gibt es noch einen schöneren. Die Musik war so laut, die Staff. Anforderungen leiser gemacht wurde. Also ein bisschen geknickt waren wir schon heute. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich also, wenn mir die Kneipe gehören würde, die Gaststätte, würde ich mir das wechseln. Das hat jetzt das Seelachs. Also im Vogelsalat war da ein bisschen Sand. War nicht richtig gewaschen. Also die Fische sehen gut aus, also haben wir sehr gut geschmeckt. So, das ist der Schnitzel. Auch der Schnitzel war laut Renate sehr, sehr gut. Das ist die Greta, da unten, die bettelt. Also der Kartoffelsalat ist eiskalt und sehr essiglastig. Ich denke, dass der gekauft ist. Also, schauen wir. Im Salat war der Feldsalat dabei, Vogelsalat und da war Sand mit drin. Also das Bleifrei von Kraut, das schmeckt irgendwie malzig oder so. Also oh, das muss man mögen. Ne? Also die können mit Clausthal oder so oder auch mit Rotschweinfurt. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Ne? Oder Mönchshof, Bleifrei, wenn du trinkst, das schmeckt schon ganz anders. Ne? Also das muss ich, glaube ich, jetzt weiter mal ab. So, liebe SWN-Zuschauer, also heute waren wir in Altenschönbach in der Gaststätte am Schloss. Und ich muss euch sagen, es war also sehr, sehr preisgünstig zu essen. Also ich habe Seelachsschnitzel, das waren also 3 Stücke, die waren sehr, sehr gut. Und 8,50, da kann es nichts auch, gell? Also kriegst du in Schweinfurt nichts mehr zu dem Preis. Was ich wegen beanstanden muss, war der Kartoffelsalat, da war es ein Kühlhaus, da war sehr, sehr kalt. Und ich denke, der war ein fertiger Kartoffelsalat. Und der Salat, naja, der hat ein wenig Sand drin gehabt, gell? Das war Vogelsalat und da war ein wenig Sand dabei. War also nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber sonst ist die Seelachsfilet hat sehr gut geschmeckt. Und die Schnitzel waren also, die Schnitzel haben wir noch gehabt, die Pommes. Also auch die Schnitzel waren sehr gut, die Pommes waren gut und der Preis war gut. Also man kann trotzdem herfahren hier nach Altenschönbach, wenn man nicht wusste wohin. Da ans Schloss in Altenschönbach, da kann man schon mal einen Ausflug her machen. Was Glück auf den Stopp. Hier jetzt ein Blick. In dem Park, der gegenüber von der Gaststätte liegt, das Schloss im Hintergrund. Und wir sind dann weitergefahren nach Ebrach. Hier sieht man also schon Ebrach, das Hotel und hier die Justizvollzugsanstalt. Bei dem schönen Wetter haben wir gesagt, jetzt laufen wir mal rum um die Justizvollzugsanstalt und gucken mal, wie groß das Ding ist. Also ich muss euch sagen, es ist groß. Voll im Gesicht. Da gibt es also auch so einen Turm, so einen Wachturm, wie das Ding geheißen hat. Und der Gret. Na, ja, und der Gret hat es also unheimlich gut gefallen. Jetzt sind wir wieder zurück, wir sind also schon ganz rumgelaufen. Hier nochmal die Kirche, der Park, der Schlosspark oder der